Hallo meine Freunde, der Sonne das immer wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und die liebe Sandra hat sich gewünscht, dass wir mal auf die Corona-Streife YouTube-Kacke reagieren. Und liebe Sandra, ich wünsche dir, fühl dich gegrüßt, ich wünsche dir alles Gute und genieß das kalte Wetter, wenn man es genießen kann, ne? Samstagnacht, 2:30, normalerweise Primetime. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne, gerade so bevor das Video beginnt, ne, bevor es lustig wird, Corona ist natürlich keine lustige Sache, das wisst ihr alle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mal überlege, dass nächste Woche bei uns einiges sich hier ändert, dass viele Läden, die nicht notwendig sind, zumachen müssen, auch viele Firmen, die nicht notwendig sind, zumachen und man jetzt natürlich auch mitbekommt, dass sehr viele Kleinbetriebe einfach schließen. Wir haben bei uns zum Beispiel in der Gegend, also so ein Industriegebiet. Und ist schon krass, wenn man da so sieht, dass so... Okay, gut, das war mein Handy. Wenn man dann so sieht, dass extrem große Industriegebiete, Bereiche im Industriegebiet komplett dicht haben. Ne? Das sind so Firmen, die sind einfach weg. Von heute auf morgen, weil die konnten sich das nicht leisten, die mussten halt schließen. Ne? Es ist gerade wirtschaftlich gesehen richtig beschissen. Und auch bei mir, ne, wenn ich so überlege, es kann natürlich sein, dass unsere Firma nächste Woche auch zumacht. Das bedeutet, es wird dann bis nächstes Jahr gehen. Und ob das dann unsere Firma dann noch halten kann und sowas, schwierig. Also gerade eine extrem schwierige Zeit. Das Astra, das schöne Astra. Dieses Video soll jeden beleidigen und ihn nicht zu unterhalten. Und dann über die Reeperbahn in Richtung Große Freiheit. Mal schauen, was dann noch übrig bleibt. Laute Musik ist jetzt verdächtig. Denn die Corona-Eindämmungsverordnung verbietet Zusammenkünfte von mehr als zwei Haushalten. 15.0 für 01. Laute Musik ist jetzt verdächtig. Okay, wir haben uns im Haus oder in der Gegend haben wir Leute, die meinen wohl mitten in der Woche, also ja, was ist ja okay, ist ja Kultur, aber die fangen dann früh zum Beispiel um 3 an zu beten. Und die hört man so laut, dass man wirklich denkt, dass die in der Wohnung sind. Das ist erstmal nicht so schön. Und bei uns ist es auch noch sehr witzig. Bei uns gibt es Leute, hört ihr leider jetzt nicht, also jetzt ist es gerade bei uns ja auch, die machen zum Beispiel die Musik übel laut. Einfach so, man denkt so, jo, bisschen Party oder sowas. Nö, sind dann so Leute, die irgendwie, keine Ahnung, einen Film gucken oder sowas und meinen, jo, unsere ganze Gegend muss den Film mithören. Wollen wir nicht. Ja, also ich bin gerade bei der Penny vorbeigekommen. Ist ja noch nicht abgeschlossen. Nicht mal der Sonntag ist auf St. Pauli heilig. Direkt an der Reeperbahn. Ich finde das Geräusch so geil. Der Eingang ist einmal auf der anderen Seite. Und Scanner. Herr Scher, machen Sie Ihre Karte bitte auf. Gehen Sie einmal mit rüber. Nein. Sie können doch gerne hier mit rüber. Juhu. Nein. Ich wollte gerne einmal Toilettenpapier. Bitte. Zweiter Gang. Wem gehört der Hund? Vorhin kann mir mal einer was erklären. Es soll ja nächste Woche wieder viele Läden schließen. Wieso kaufen die Leute jetzt schon wieder Toilettenpapier? Warum? Ey, bei uns, wir haben wieder... In keinem Laden findet man bei uns hier Toilettenpapier. Warum? Beim ersten Mal, okay, hat man das ja irgendwie noch ein bisschen mit verstanden. Beim zweiten Mal, ja gut. Aber ich habe das Gefühl, dass es die Leute nur zum Spaß machen, die sich so sagen, ja komm, wir verarschen jetzt einfach mal die anderen Leute. Dass sie es jetzt einfach nur zum Trotz machen. Einfach nur so Gaudi-mäßig. Alle Biere sind kaputt gegangen. Danke, Chefin. Dafür nicht. Schönen Tag noch. Danke, Chefin. Выходила на берег Катюша. Was mich ein bisschen ins Stutzen bringt, ist, dass dahinter Musik gespielt wird und man den Eindruck gewinnen könnte, dass eine Party abgehalten wird. Ich würde gerne mal prüfen. Was machen Sie hier?
Wir machen Party. 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 Das ist natürlich schlecht, ne? Ja. Bleiben Sie mal hier draußen, ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen. Von Ihnen allen vier, von Ihnen auch, bitte. 20 Meter weiter hat Kollegin Juli den nächsten verjagt. Hey, hey! Bleib hier! Super gesund! Hey, nicht aufschießen! Nur das, was ich Ihnen sage, ja? Zwei Polizisten und vier Party-People. Das funktioniert nur, weil alle ruhig bleiben. Nicht in diesen Ton, bitte. Bitte einmal reingehen, schauen, ob wir da Betrieb haben. Ah ja, krass. Die Polizei! Scheiße. Schlüssel bitte! Schlüssel! Schlüssel! Der Graffiti-Künstler Ray de la Cruz öffnet. Er gestaltet den Supermarkt um. Und? Nein, mach hier keinen Stress. Gehen Sie einmal mit rüber. Sie können doch gerne hier mit rüber. Kartoffelsuppe in Dose. Könnt ihr hier nicht. So die Texthimmel an der Wohnung drehen. Mit der Brücke. Ob man tot eingeht, die ganze Zeit hier. Wir wollen da auch dran. Ja. Ja, dann kann man auch mehr alles mal so drehen. Auf St. Pauli nochmal. Butter, Käse, Eier. Butter, Eier. Butter, Eier. Dose, Eier. Ja, was willst du denn machen? Als Spitzschichtarbeiter hast du problematisch. Du schießt bis 11 Uhr, du musst um 1 arbeiten. Boah, Alter. Hier ist, halt. Da arbeitet doch bestimmt Hamburger Hafen. Oh, scheiße. Ah, die Leute, wo ich damals auf der Reeperbahn war, also hier in Hamburg war. Man denkt so... Also, ne, sächsisch ist ja jetzt nicht unbedingt angenehm anzuhören, ne, ich verstehe euch Zuschauer, ne, ich kriege es ja zum Glück selber gar nicht mit, ich versuche zwar immer wieder Hochdeutsch zu reden, aber das kriege ich nie wirklich hin, aber was ich sagen wollte, so in Hamburg sprechen die irgendwie noch schlimmer, finde ich, also da ist sächsisch wirklich noch okay, das könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Da sind meine Brüste. Die beißen. Das ist der Ausfall, der ja. Gespräch hier, der Adresser, der auch noch gespräch hat. Sie einfach ein bisschen leiser, dann ist es vielleicht noch. Ja? Alles klar, danke. Ja, danke. Auch so, tschüss. Ja, das ist gut und interessant. Wasser. Ja, war okay. Ich fand irgendwie zu wenig geschnitten und zu wenig lustige Szenen, fand ich. Also, ja, da kann man auch fast schon das Original angucken, weil das Original war ja einmal die Penny-Reportage und einmal hier, ich weiß gar nicht, Polizei auf Streife. Aber die Penny-Reportage ist ja so schon mega lustig und... Ja, waren zu wenig Schnitte, aber sonst ganz okay und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!